Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wilson. Und wir rollen uns jetzt mal vorwärts. Als Gladiator-Magier. Also als Venom-Magier, aber die Optik des Spiels sagt nein. Und wir hoffen jetzt mal, noch ein bisschen was töten zu können. Eine fette Truhe. Da muss ich erstmal hin. Also das zieht mich ja an. So, da kann ich immer nicht widerstehen. Boah, ich kann Klingen werfen, wie cool. Man braucht nicht mal was. Das ist natürlich ein bisschen praktischer irgendwie als dieses Aufstampfen da. Hier. Ja, es klappt schon ein bisschen besser mit dieser Umbra-Sache. Was ist das denn hier, ey? Sogar das macht ein bisschen Schaden mit den Klingen. Alles klar. Wir haben den geilen Boden des Jahrhunderts hier. Kleidung der Magier. Das klingt ja schon mal ein bisschen brauchbarer irgendwie. Aber ich muss das hier nochmal alles einsammeln. Kleidung der Magier. Beweglichkeit, Willenskraft, Chance, Umbra-Punkte pro Tötung zu erhalten. Das Ding nehme ich jetzt. Okay. Hier sieht immer noch ein bisschen kriegermäßig aus. Aber vielleicht gucken wir mal, dass wir so generell ein bisschen Magiersachen hier kriegen. Willenskraft, Umbra-Regenerierung. Nehme ich jetzt mal. Ja, so viel dazu. Es fehlt. Oh, das ist neu. Das gab es jetzt noch nicht. Müssen wir hier nämlich noch lang. Ja, geil, ey. Endlich mal eine Übersichtskarte. Danke, liebes Spiel. Ich habe nämlich immer das Bedürfnis gehabt und habe das auch gemacht, auf Tab zu klicken. Und das hat das ja, dann hat das ja nie was gebracht. Dieses Messer, was die einfach irgendwo herzieht, ey. Ey, das sieht so aus, als ob wir hier lang müssen. Ja, nice. Eisenschuhe. Ich habe gerade erstmal Elternschuhe gelesen. Oh fuck, Alter, hier ist aber echt was los. Lol! Warte mal. Wo ist meine Maus? Man muss die Maus dicker machen können. Nein, nein, ich bin gestorben! Warum? Scheiße. Okay. Erstmal den Schmarrn hier loswerden, den wir nicht brauchen. Na, Digga. Wie viel kriege ich? 10.000 irgendwas. Ja, warum nicht? So. Die halten wir uns gleich mal in der Hinterhand. So, die Frostnova. Ich würde ehrlich gesagt dann doch hier irgendwie diese Sachen nochmal mit reinnehmen.
Weil die irgendwie mehr bringen. Doch, ich denke, wir machen das so. Ach halt. Klingen werfen. Die hat sich erledigt. Boah, warte mal, wenn wir jetzt Bücher kaufen. Nein, jetzt habe ich ja einen Scheiß gekauft, ey. Warte mal. Das kennen wir ja schon. Boah, so können wir uns das hier voll erkaufen. Das ist ja praktisch. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das geht. Ich werde eine weitere Aufladung. Die Regenerierung der Aufladung von Klingenschleuder wird erhöht. Weitere Aufladung. So. Finde ich ja nicht schlecht. Was können wir denn davon noch nicht? Das können wir eigentlich alles, oder? Ich kaufe das jetzt hier einfach mal alles. Das läuft, ne? Also ich finde das gut. So. So macht man das. Dann gibt es hier noch das Eisbonus und das Frostnova-Bonus. Beschwört einen mächtigen Strahl aus deinen Händen. Der ist auch gut. Ich probiere das mal. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das Ding brauche ich. Das ist ja gut, ey. Ja. Alles klar. Gut, die Frostnova. Jetzt, warte mal, ich bringe das mal. Nee, wir packen die Frostnova am besten mal hier hin. Den Komet hier hin. Die Erschütterung nehme ich jetzt doch mal mit rein. Dann sind die Gegner nämlich ein bisschen betäubt. Das schadet ja nicht. So, jetzt muss ich mal gucken. Erschütterung. Da haben wir noch nichts hinzugewonnen. Aber hier. Dein Feuerball verursacht mehr Schaden. Nice. Nehmen wir. Friert alle Gegner länger ein. Okay. Haben wir noch nichts? Eine höhere Reichweite reduziert die Umbra-Kosten. Ey, oh geil. Gut. Ach, noch mal, Alter. Gut. Wo sind wir denn lang gegangen? Das ist jetzt mal die Frage, ne? Irgendwie hier rechts, glaube ich. Habe ich mich überhaupt richtig teleportiert? Ja. Ne, wir müssen irgendwie links gehen. So. Oh, geil. Das Ding macht ja jetzt schon Schaden. Ist das super. Denn hier? Ein Schalter? Stimmt, ihr habt mal was von Schaltern gesagt, ne? Sehr schön, ey. Oh, nice. Mehr Schaden für den Feuerball. Ja, am besten.
Farmen wir jetzt noch ein paar Items zusammen und machen den hier nochmal stärker. Weil der ja auch richtig gut reinhaut, denke ich mal. Oh. So, das Aufschmettern kann man auch in Notlagen benutzen. Ach so, warte, hier ging es nicht weiter, ne? Ich erinnere mich, wir kamen hier nicht weiter. Und hier glaube ich auch nicht, ne? Nee. Na dann. Geld kriegen wir ja eigentlich schnell zusammen durch den ganzen Loot, den wir kriegen. Ja, okay. Wir sollen da zwar irgendwas machen, aber hey. Es klappt wunderbar. Jetzt, wo Feuer noch mehr Schaden macht, kann Matze sagen, was er will. Ich finde Feuer einfach. Ich finde es einfach besser. Wir sind dann ja, glaube ich, auch hier irgendwie lang gegangen und dann hier noch runter, um dann zu diesem komischen Tor da unten zu kommen. Genau. Ich habe den Weg wieder gefunden. Und mein Energy. Ah. Wäre natürlich gut, wenn die Leute jetzt neu gespawnt sind, aber gucken. Natürlich nicht. Doch, oder? Oh, nice. Wir können wieder ein paar Viecher umlegen. Ja, mal rein zum Test. Sind die Truhen auch neu? Wir kriegen hier gerade ein paar Bücher geschenkt. Natürlich sind die Truhen nicht neu. Wer hätte es gedacht? Bam, der Eisdings. So, aber ich würde vorschlagen, wir töten noch ein bisschen was, wenn wir schon mal hier sind. Sammeln noch ein bisschen Zeug. Gehen dann nochmal unseren Strahl hier aufwerten. Ihr habt da keine Chance, meine Freunde. Wir müssen gleich nur alle Abklingzeiten runtergesetzt haben, wenn wir da wieder reingehen in diese fette Basis, ey, würde ich mal behaupten. Können wir hier links nochmal die Bosse machen? Wir machen aber die nochmal schnell weg. Zumindest ein bisschen was haben wir eingeeist, ne? Hier müssen wir uns merken, wenn diese Viecher uns ranziehen. Oh, wir haben jetzt echt ein paar Bücher gekriegt. Das ist echt praktisch. Oh, hier ist noch ein Boss. So. Jetzt kriegen wir natürlich auch den Blick des Omet, oder wie das Ding hier heißt. Ich habe keinen Platz mehr. Perfekt. Gehen wir mal zurück. Ja, werden hier ein bisschen beim Händler was lassen. So, hier lang.
So, ich habe hier ein paar Bücher für dich, mein Freund. Sehr schön, ey. Wir können diesen Strahl hier voll fett aufwerten. Das ist echt geil. Hast du die eigentlich noch mit rein? Nein. So. Kriegen wir auch langsam wieder ein bisschen Geld. So. Größere Reichweite. Ist schön, das nehmen wir mal. Und die Umbra-Kosten reduzieren. Das klingt gut, das machen wir. Dann haben wir das hier schon und das hier. Ja. Dann sind wir diesmal ein bisschen besser vorbereitet, wenn wir dann auf diese Viecher dazugehen. Ach, halt. Ich muss hier noch mal ein bisschen was reinhalten. So, erstmal machen wir die hier down. Wie das aussieht. So, dann wollte ich mal testen, ob wir hier ein Portal machen können. Und wenn wir gestorben sind, ob wir das dann wieder zurücknutzen können. Obwohl das auch, das geht ja gar nicht. Wobei, wenn wir da jetzt noch mal hinrennen würden, na, ich weiß nicht. Mal weg damit. Maximales Leben. Das ist halt Waldläufer. Doch, der ist, glaube ich, schon besser, oder? Ja. Wir haben noch so einen richtigen Gammel gehabt. Mal schauen, jetzt sollten wir ja besser vorbereitet sein. Bisschen die Eisviecher hier reinhalten. Dann sollten wir das ja auch besser besiegt kriegen. Um Gottes Willen, Alter. Oh, ich habe euch besiegt. Alles easy. Alles easy. Eine fette Truhe, oh mein Gott. Guck mal an, wie dick die ist, ey, geil. Boah, was wir alles kriegen, ey. Ist ja nice. Donnerkeil. Ich glaube, den Donnerkeil, den können wir noch gar nicht, oder? Gucken wir mal. Den kennen wir. Okay, wir kennen das doch alles. Der Diebe. Es ist auf jeden Fall besser bisher. Nee, doch nicht. Es hat nur 6 Verteidigung. Ja, irgendwie ist das blöd. Aber hey. Kleidung der Magier. Ja, Mensch. Oh. Es war nur ein Dungeon. Man kann da gar nicht. Ah, toll. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, ne? Ey, wie zum Geier kommen wir denn jetzt da oben hin? Großartig, ja Mensch.
Nee. Fähigkeiten. Wir gehen jetzt mal hier runter. Wir haben hier noch eine Menge. Eingefrorenen Gegner. Elementarschaden wird jede Sekunde erhöht. Auch nicht schlecht. 15% Schaden durch im Wasser verbreitete Blitze. Aber wir benutzen ja noch gar keine Blitze. Feurige Umarmung. Jeder Entflammstapel erhöht deinen Feuerschaden. Du erhältst schneller Entflammenstapel. Beim Erreichen der maximalen Anzahl wird eine Feuernova ausgelöst. Das nehmen wir auch. 2% Chance, einen Blutrausch auszulösen. Das ist, glaube ich, hier der Feuer, oder? Ja. Sieht so aus. Wir haben auch alles in Feuer reingesetzt jetzt, ne? Hm. Vielleicht muss ich hier irgendwie erst lang oder so. Ich weiß echt nicht, wie ich da hinkommen soll. Wenn ich jetzt hier lang gehe. Nee. Sag mal, kann ich hier nicht bitte mal ranzoomen jetzt? Muss ich irgendwie rumlatschen? Ich könnte es mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das alles freigeschaltet ist, aber. Ich wüsste jetzt echt nicht, wo wir sonst lang sollen. Hier ist noch eine Truhe. Nee, doch nicht. Jetzt mal interessant zu wissen, was das hier für eine Quest ist. Wo haben wir denn so eine Questübersicht? Da schon mal nicht. Ich probiere mal. Hier mit S kriegen wir die Fähigkeiten. Mit P diesen Baum da. Mit I's Inventar, das war klar. Das ist zurückporten. Mit C kriegen wir die Charakterwerte. M die Map. Ja, nö, Questübersicht gibt es gar nicht. Was sollen wir denn hier machen? Ich habe keine Ahnung. Weiß auch nicht, wie wir hier weiterkommen. Kann doch nicht sein. Man muss doch hier weiterkommen können. Habe ich was verpasst oder kann man hier einfach nicht weiter? Ey, ich gehe da oben jetzt noch mal gucken, ne? Keine Ahnung hier. Ansonsten werde ich offscreen mal ein bisschen suchen, wie man da hinkommt. Weil das jetzt ja bestimmt auch nicht das Spannendste ist, hier mal nach, hier das alles zuzuschauen. Und wow, ist der jetzt ja Gegner wieder. Voll übersehen. So weiter kommen wir jetzt hier auch nicht wirklich. Wobei die hier schon Level 14 sind. Das heißt, wir sind ja nicht ganz so weit entfernt von dem, wo wir eigentlich mal hin müssen, glaube ich. Oh. Okay. Mittlerer Ausdauertrank.
Ja gut, das war jetzt zu offensichtlich, dass man hier weiterkommen könnte. Ey, man muss aber auch zugeben, das war nicht auf der Map verzeichnet. Ach, das ist also diese... Nice. Die Feuernova. Jetzt hier noch ein Viech hochgeflogen? Nee, ne? Ein Hexenmeister, das ist ja cool. Jetzt macht das hier auch alles mehr Sinn. Warte, wie viel Schaden macht das jetzt? Lol. Das zerlegt ja richtig. Boah, ich mag das. Das ist so super. Der kann schon geile Sachen, ne? Da bin ich ein bisschen neidisch. Was? Mein Inventar ist voll? Warum? Aber die Beinschützer kriegen wir noch mit. Ich finde gut, dass die auch nur zwei Charakterplätze haben, die Fertigkeit, also zwei Inventarplätze. Weil im Path of Exile ist es jetzt zum Beispiel nicht so. Da hast du für so eine Brust halt mehr Platz als für einen Gürtel. Was an sich realistischer ist, aber halt auch einfach nerviger. Das muss man jetzt mal echt sagen. So. Jetzt alle Bücher, sieht so aus, ne? So, ich glaube, eine Giftfiole habe ich auch noch nicht gesammelt. Nee. Cool. Ein Ausdauertrank. Den kann man ja mal mit hier reinklatschen, ne? So. Den Rest kriegt jetzt der Händler. Der nette Mensch. So, jetzt kommen wir vielleicht schon mal ein bisschen weiter hier. Na, da lang. Er sieht so cool aus, ey, wenn der hier reinstampft. Das sind echt schöne Sachen, um die Gegner auch einfach mal aufzuhalten. Nicht genug Umbra. Okay. Wo ist die Maus da? Ich habe deswegen in Diablo extra meine Maus größer gemacht, weil man manchmal dieses Ding hier übersieht im Gefecht. Also bei 10 Mobs ist das ja noch kein Problem, aber wenn du dann da irgendwie 30 hast oder so, dann sieht das schon mal anders aus. Warte mal, Eis müsste jetzt ja länger halten, ne? Ach, schon wieder ein Buch. Ey, wir kriegen die Bücher gerade hinterhergeschmissen, ne? Da sage ich jetzt natürlich nicht nein. So, ganzen Tag hier Wursten zocken. Kennt das? So, ich muss ja natürlich jetzt einmal hier hochgehen, weil hier könnte es eine Truhe geben. Oder auch nicht. Wenn das Spiel einfach die Hoffnung gnadenlos enttäuscht. Handgeschmiedetes Breitschwert. Sehr schön. Ja, mein Lieber. Wer den Sarg noch auf dem Rücken hat, ey. Es ist schon ein geiler Dude. Wie lange halten die eigentlich, diese Entflammstapel? Die Karte zeigt mir aber an, dass ich da lang gehen kann. Na gut, wir folgen halt dem Weg. Oh.
bisschen Umbra hier. Weich doch meinen Feuerbällen nicht aus, Digga. So. Das sieht so cool aus, wenn der diesen, dieses Dings da wirkt. Wir genießen jetzt hier mal die Aussicht. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.